So, ja. Wir haben hier zu viele Waffen, ne? Was macht man, wenn das Inventar voll ist? Ganz einfach, was zu verkaufen. Was zur Hölle? Von hinten gibt's kein Kindergeld, du Sau. Okay, wo war ich stehen geblieben? So, ihr seht hier Angebot des Tages. Ihr könnt es euch kaufen, aber es ist zu teuer. Wenn ihr das genügend Geld habt, ihr müsst auch angucken, wie viel Geld ihr habt. Das seht ihr dort, euer goldenes Teil. Ihr könnt dann sortieren, da seht ihr Schrotflinten, Maschinenpistolen, Präzisionsgewehre. Okay, eins kann ich euch sagen, Schrotflinten sind für die Berserkers gut. Maschinenpistolen sind für Soldat oder für die Sirin gut und für die Präzisionsgewehre ist dieser komische Adler oder wie der ist. Da kommt schon wieder ein Idiot. Der hat ein Schild. Der hat ein Schild. Hat eine Waffe verloren. Macht aber nichts. Oh. Wie gesagt, jetzt gucken wir auf unser Geldzustand. Wir haben 800. Wir haben 12 Inventarplatz. Auch gucken, ob hier irgendwo hier was ist. Guckt nach oben oder sonst irgendwo. Ihr müsst unbedingt gucken, sonst kommt ihr nicht weiter. Da muss ich euch was zeigen. Hier ist noch eine Toilette. Klodeckel. Klodeckel öffnen, ich muss kacken. Ihr könnt auch woanders gucken. Das hier ist ein Auto, also ein Chassis oder sowas. Da ist auch eine Kiste. 36 Dollar. Ah, sieht so gut aus. Okay. Ja, wie gesagt, wenn man bei Level 5 ist, bekommt man seinen ersten Skill. Den ersten Skill könnt ihr dann bei die Berserkerfähigkeit dann freischalten. Wenn ihr sie freigeschaltet habt, könnt ihr euch entscheiden zu Schläger, Panzer oder Sprenger. Aber ich schätze mal, ich werde dann hier bestimmt dann sicherlich erstmal den Panzer benutzen, aber was ich auch nicht brauche. So, ich mache erstmal hier einen kurzen Schnitt, dann komme ich mit den anderen vorfertigen Charaktere. Also bleibt dran, Leute. So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück nochmal. So, das ist jetzt mein neuer, mein vorgefertigter, aber Charaktere. Ich bin ja. So, wir können jetzt ab Level 21 können wir schon uns teleportieren. So, das ist hier. Hier können wir zur Schnellreise gehen, ne? Ist schön, ne? So, hier sind wir jetzt in New Haven. So, das bin ich, ne? ISON 87, ne? Mit stationären Level 21. 20 mit Pistolenkenntnisse, SMG-Kenntnisse und so weiter, ne? Den Alien Weapon-Kenntnissen weiß ich nicht, was das sein soll. Wir haben schon hier die vier schon freigemacht. Dann gibt es noch ein Classic-Mod. Das ist dieses da. Und das sind dann meine Medikits. Ich benutze sehr viele Medikits. Das sind dann meine Granatenmods, da unten sind die Schilde. Habe ich schon fast alles so. Ja, was ist das hier für eine Stadt? Das ist New Haven. Endlich die zweitwichtigste Stadt, die ihr kennt.
den Strom habe ich schon mal eingeschaltet. Bin stolze Level 21. Jetzt muss ich aber irgendwo hin. Ich weiß nicht wo. Deswegen muss ich mal gucken, was beim Schwarzbrett ist. Hier ist einer. Das ist lustig. So, das sind Säurekristall. Bekommt man auch Säureattacken? Also eine Säurewaffe. Das ist irgendwas mit Kingkiller, Schwarzbrett, New Haven, bieg dich zu Tetanus, Heilbaren und töte King wie. So, du hast 4 Raketen. Interessant. Das war's. Das sammle ich mir mal ein. Der Typ ist lustig. Ich weiß auch nicht warum. Hier sind wieder ein paar Waffen. Die könnt ihr auch einsammeln. Aber nur bloß, wenn ihr auf den Level seid, wo ich bin. Den kann man aus Langeweile ansprechen. Ich weiß auch nicht warum. Das ist Titan-Class-Mod. Ja, okay. Okay. So. Das hat was mit. Das hat was mit Dings zu tun. Hier gibt's jede Menge Claptraps. Ich weiß auch nicht warum. Das ist unser gut alter Freund Seth. Ruf mich! Manchmal glaube ich, ihr Glücksjäger seid nur Idioten, die Hirnschmerzen nachjagen. Wie kann man es bloß ein Bild? Das funktioniert nicht! Irgendwie hat der Typ Langeweile, aber. Das. Oh, das sieht gut aus. Aber da brauche ich den Jäger, die Jägerklasse. Mit dem Level 22. Leider bin ich nicht erstmal Level 22. Jetzt trifft man uns gleich unseren guten alten Freund. Ich muss erstmal gucken, ob hier noch was Neues ist. Das beite ich mal lieber, das ist nützlich. Sniper mit einem Elektrogewehr ist auch nützlich, aber verkaufe ich, das brauche ich ja auch nicht. Was ich brauche, sind hier diese Machine Guns. Die Waffe, die ist meine Lieblingswaffe, die ihr gerade gesehen habt, die habe ich aufgesammelt und die verursachten riesen Schaden, kann ich euch sagen. Eine riesen Schaden kann ich sagen. So. Jetzt nehme ich erstmal ein paar Waffen. Welche nehme ich denn da? Ein Triple Rocket Launcher. Mit einem guten Feuer. So. So, das ist hier meine Lieblingswaffe, eigentlich für den Jäger geeignet. Aber ich habe sie trotzdem benutzt. Dann gucke ich mir mal an, ob ich hier was mit kaufen kann. Ja. Zweimal. Granaten brauche ich auch. Die kann ich mir erst dann holen, wenn ich genügend Geld habe. Und das kann ich mir dann leisten, wenn. Und den Kunden, den wir hier sehen, Feuerkraft vom Umtausch ausgeschlossen, suche nach Informationen darüber, wer Bandit mit Waffen versorgt. Ja, kann ich doch mal machen, das ist eine gute Schwierigkeit. So, ja. Ja, dieser Typ, den hat man beim Anfang schon gesehen. Warum, wie auch immer. Wenn man jetzt hier weitergeht, gelangt man zum nächsten Ort. Ich muss woanders hin, da gehe ich dann später rein, weil da sind die Typen ganz schön überlevelt. Oh, hier sehe ich eine Kiste.
habt sie bestimmt vergessen, sie aufzumachen. Das ist nichts Besonderes. Hier ist auch nichts Besonderes. Deswegen gehe ich erstmal und teleportiere mich erstmal ganz kurz zu Finster. Firestorm meinte ich so. Hier ist auch was, das brauche ich nicht. Vielleicht genügend. Rüberspringen. Und hier ist Scooter. Was willst du? Nach TK sehen. Da gehen wir einfach zu Firestone. Ladezeit. So, da sind wir wieder. Hier sind auch einige Leute, einige beim schwarzen Brett, könnte man sagen. Ja, nerv nicht, stirb. Was war denn das jetzt für einer, der eine geile Waffe hat? Ja, das ist hier meine nette, liebe Waffe. Was will ich damit? Das ist dann eine langweilige Waffe. Level 4. Brauche ich nicht. Aussnipern. Ach, ihr nervt, ich hau ab. Ich muss da erstmal. Na nun, wo ist er denn? Ach du Scheiße, er hat sich umgebracht oder was? Was ist mir passiert? Oh mein Gott, oh mein verdammter Gott. Kaum verzieht man sich aus einer Stadt hin. Sterben hier alle. Extremsterben. Extremschaden, könnte man sagen. Die ist auch gut, die ich da habe. Wir gehen zurück zu New Haven. Ladezeit. Oh mein Gott, der TK ist tot, ey. War ein echt guter Kumpel gewesen. Was willst du mit Schätzen, wenn sie ihn nur schlammt, Narren und Dreck gibt? Das ist ja interessant hier. Eine schöne Stadt, ganz ruhig. Und er nervt nicht. Und ich muss jetzt mal was anderes erledigen. Ansonsten muss ich erstmal gucken, was ich noch machen muss hier beim Mission Suche nach Tunnels. Da kann ich ja mal gucken. Ist gut, dass gebrauchte Autoteile. Ja, ich mach lieber erstmal Schluss für heute, ne? Ihr könnt das dann später euch anschauen, ne? So, Leute, das war's von Borderlands, ne? Ciao. Man sieht sich.